Wir wollen uns heute genau um das Thema Planung und Dashboarding beschäftigen. Und warum machen wir das? Weil wir immer wieder ähnliche Szenarien in Unternehmen beobachtet haben. Gerade jetzt auch wieder so nach den Ferien kommen die Leute motiviert wieder ins Unternehmen, gerade die aus der Führungsetage. Und da gibt es solche typischen Aussagen, wie wir sie hier kennen, von einem Vorstand, von einem Bereichsleiter, von irgendwelchen höheren Managern, die dann sagen, ja, jetzt dieses Jahr gehen wir es an, jetzt schaffen wir es, dass wir unsere Daten endlich besser verstehen, besser auswerten wollen und wir müssen uns da für die Zukunft richtig aufstellen. Liebe Leute, jetzt baut mir doch endlich mal so ein Dashboard schnell zusammen. Ich will dann so ein bisschen sehen können, wo wir stehen, wie läuft's, wo hakt's. Das sind ja dann so typische Fragen, die da der Vorstand oder die Führungskraft beantwortet haben möchte. Und was macht ihr der Vorstand? Was macht die Führungskraft meistens? Sie sind sich ja sehr, sehr nahe dann auch zu den Fachbereichen. Das ist ja oftmals so die beste Verbindung. Das heißt, man läuft dann erstmal zu seinen Kollegen aus dem Fachbereich, aus der Fachabteilung und die natürlich opportunistisch, wie sie sind. Natürlich, lieber Vorstand, das machen wir alles super, super gerne, denn das ist ja auch wirklich zukunftsfähig, aber naja, jetzt ganz so schnell kriegen wir das doch nicht hin. Wir haben zwar die Daten, aber naja, es ist in allen verschiedenen Systemen im Unternehmen verteilt. Ja, wir müssen es sowieso mal auch irgendwie für die Planung machen, dass das alles zusammengefasst wird. Puh, aber dann müssen wir uns ja auch noch überlegen, wie bauen wir das Ganze in einem Dashboard zusammen. Und dann wird sich natürlich der Fachbereich zwar sagen, ha, eigentlich würde ich da sofort gerne starten und dann auch mal im Vorstand da ein geiles Dashboard hinzaubern, aber oh je, die Daten. Da brauche ich auf jeden Fall noch die IT dazu, weil diese natürlich in Bezug auf Datenverfügbarkeit, Datenqualität natürlich die Person, die da kontaktiert werden müssen. Das heißt, die Szenario geht weiter. Also beim Vorstand gestartet, zur Fachabteilung und dann geht es natürlich auch nochmal in die IT-Abteilung. Die sind auch erstmal dem Ganzen immer offen gegenübergestellt und sagen, ja klar, können wir machen, aber wir setzen da erstmal ein Projekt auf. Wenn ich sowas höre, denke ich, schwierig, ob das zum Erfolg wird. Und natürlich der zweite Nebensatz, ah ja, also kostengünstig wird es nicht. Also, oh. Und was wir alles dafür brauchen, externe Berater, die brauchen Know-how in BI und Planungsprojekten, puh, die erstmal zu finden, das wird dauern. Naja, da läuft noch relativ viel Zeit ins Land, bevor wir da wirklich coole Ergebnisse haben. Ich denke, der eine oder andere von Ihnen wird das schon mal geschmunzelt haben, jetzt in dieser beschriebenen Schauspiel von mir hier. Denn er kennt das, entweder hat er es selber schon erfahren, weiß so, ah, verdammt, kenne ich irgendwie, aber mindestens mal aus der Erfahrung von anderen, dass man es irgendwie mal gehört hat.